Hallo Leute, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute neue Produkte, die ich euch gerne vorstellen möchte von Herbal Essences. Und zwar ist das die verwöhnende Feuchtigkeit. Das ist einmal Shampoo und Pflegespülung. Drin ist mit hawaiianischen Kokosnuss- und Orchideenextrakten für trockenes und strapaziertes Haar, was ja super gut ist im Sommer. Vielleicht kennt der eine oder andere das. Ich habe zumindest dieses Problem, dass meine Spitzen sehr trocken wurden nach einer Zeit. Einfach so durch die Sonne, durch Wind, durch, wenn man ja öfter mal ins Schwimmbad geht oder vielleicht auch im Sommerurlaub, wenn man dann am Strand war, im Meer oder so weiter, dann trocknen die Spitzen ganz schön aus. Ja, also man kann Kuren machen. Dazu zeige ich euch gleich auch noch ein paar Beispiele, die ich auch manchmal mache. Aber man braucht auch natürlich eine gute Pflege. Und ich muss echt sagen, da hat Herbal Essences super Arbeit geleistet, weil die Sachen sind wirklich geil. Die helfen tatsächlich. Ja. Ich habe richtig weiche Spitzen wieder bekommen. Man kann gar nicht mehr sagen, dass die irgendwie spröde sind oder so. Sie waren wirklich spröde. Also ich hätte tatsächlich so viel abschneiden müssen, würde ich jetzt sagen, weil es hier richtig so schon so grisselig wurde. Wisst ihr, was ich meine? So, also es stand schon in allen Richtungen. Es war einfach nicht mehr so glatt am Ende. Und ja, jetzt ist es wirklich so schön weich. Also ich komme gerade aus der Dusche, habe meine Haare damit gewaschen mit Shampoo und Spülung und es ist wirklich total weich geworden. Ich mag das sehr gerne. Vor allem das Allerbeste an diesen beiden Sachen ist der Geruch. Also ich muss sagen, dieses sagt mir persönlich am allermeisten zu. Ist total lecker. Ihr müsst wirklich mal, wenn ihr in der Drogerie seid, einfach mal dran schnüffeln. Ich sag euch, also wer so auf Sommerdüfte steht, bisschen tropisch, Kokosnuss, fruchtig, der wird das lieben. Also ich liebe diesen Duft, total lecker. Und er bleibt auch wirklich lange in den Haaren. Also ich habe abends noch das Gefühl, wie frisch gewaschen. Also das kann man echt sagen. Das wollte ich euch zeigen. Und jetzt zeige ich euch auch noch so ein paar Hausmittelchen, wie man wie man einfach seine spröden Enden ein bisschen sanfter bekommt durch monatliche Kuren. Also ich mache das monatlich. Ihr könnt das, je nachdem wie extrem strapaziert euer Haar ist, könnt ihr das dann anwenden. Und es können noch zwei von euch dieses Set gewinnen. Also zweimal dieses Set gibt es zu gewinnen als Mini-Verlosung mal wieder. Immer diese Mini-Verlosungen. Ihr könnt, wenn ihr halt teilnehmen möchtet und das mal ausprobieren möchtet, schreibt ihr einfach einen Kommentar, was ihr vielleicht für ein Hausmittelchen noch habt, gegen sprödes oder strapaziertes Haar. Einfach irgendwelche Tipps, die ihr so kennt, die bei euch geholfen haben. Das wäre super, wenn wir das sammeln würden und andere auch mal, ja, gute Tipps beim Durchlesen der Kommentare bekommen. Das wäre gut. Ich freue mich auf eure Kommentare und wenn ihr da zahlreich mitmacht. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt kommen noch ein paar Tipps. So, hier noch ein paar Tipps bei extrem geschädigtem Haar oder bei trockenen Haarspitzen. Da könnt ihr einfach Olivenöl nehmen. Also ganz normales Olivenöl, wie ihr das im Supermarkt bekommt. Oder Arganöl, ich habe jetzt hier so ein kleines Fläschchen, oder Jasminöl kann ich auch empfehlen, das bekommt ihr in einem Asia-Shop, Asiamarkt, auch nicht so teuer eigentlich. Da könnt ihr am besten ein bisschen Öl in ein Gefäß reingeben, in die Mikrowelle vielleicht für so eine halbe Minute aufwärmen, so ein bisschen erwärmen und das dann in die Haarspitzen einmassieren. Das mache ich jetzt mal. Ich benutze jetzt das Arganöl und ja, natürlich ist es jetzt erstmal fettig, ja, aber wir waschen das dann nachher aus und dann geht es auch. Aber so als Haarkur ist das sehr gut, sehr empfehlenswert. Ich mache das so, sagen wir mal, einmal im Monat, je nach Bedarf. Also wenn ich merke, dass es wirklich sehr trocken ist, ja, so einmal im Monat reicht. Ansonsten, wenn es wirklich sehr trocken ist, vielleicht zweimal im Monat. Das reicht aber vollkommen aus. Also hier einfach in die Haarspitzen, in die Haarlängen so geben. Das ist jetzt das Öl, wie man sieht hier, fettisch. Und für den extra Glanz, wenn ihr möchtet, könnt ihr in das Gefäß auch noch Zitronensaft pressen einfach. Dann glänzt das Haar einfach noch ein bisschen besser. Aber ich gebe es einfach so. Mein Haar war vorher übrigens etwas angefeuchtet. Ich mag das lieber dann so. Man kann es auch ins trockene Haar geben. Und das wickeln wir jetzt quasi ein.
Moment. Einfach in euer Handtuch nehmen und einen Turban schlagen. So, einfach drehen. Und einfach so mal lassen. Und das eine halbe Stunde, dann wirkt es auch gut ein in die Haarspitzen und ja, dann auswaschen. Ich wasche es nicht immer aus, muss ich ehrlich sagen. Ich lasse es manchmal so, weil es ist ja eh nur in den Spitzen, es ist gar nicht fettig. Also es hat ein angenehmes Gefühl eigentlich, also ich finde es nicht schlimm. Müsst ihr schauen, wie ihr das mögt, wenn es euch zu fettig ist oder so, oder ihr zu nah an den Ansatz gekommen seid, dann wascht es natürlich aus. Einfach ganz normal mit lauwarmem Wasser, Shampoo und dann ist es auch weg, dann ist es auch gar nicht fettig. Aber das empfehle ich echt, so einmal im Monat zu machen, so eine Ölkur. Das ist wirklich gut, ihr könnt es mit sehr preiswert nachmachen, mit Produkten, die ihr wahrscheinlich schon zu Hause habt. Und das ist mein Tipp. Was auch noch ein guter Tipp ist, wenn ihr zum Beispiel trockene Kopfhaut habt oder sogar Haarausfall, dann hilft es auch, wenn ihr das warme Öl auf der Kopfhaut einreibt, so ganz sanft einmassieren. Und dann einfach das Gleiche so machen, auch diesen Turban einschlagen, 30 Minuten einwirken lassen und dann auch wieder ausspülen. Probiert es mal aus, es hilft auf jeden Fall. Das sind so kleine Tipps, die man so machen könnte bei strapaziertem Haar, gerade bei sonnengeschädigtem Haar. Und ja, ich wünsche euch viel Glück und viel Spaß bei euren Haarkuren. Bis zum nächsten Mal.